Warum sind die USA ausgerechnet in Deutschland so präsent? In keinem anderen Land Europas haben sie so viele Truppen wie bei uns, inklusive Atombomben. Ähnliche Modelle wie diese. Da spricht keiner drüber, aber es ist wohl immer noch so, dass hier in Deutschland amerikanische Atombomben lagern. Warum? Und ist es theoretisch denkbar, dass ein Präsident Trump einfach den roten Knopf drückt und dann steigen hier die Flieger mit den Atombomben in die Luft? Wie viel Macht haben die USA wirklich bei uns? Und wo genau sind sie überall vertreten? Der erste US Place in Deutschland ist top secret. Die US-Atombomben in Büchel. Was uns zunächst wundert, Deutschland ist doch kein Atomstaat. Wieso kann es dann sein, dass bei uns Atombomben lagern? Das will Matthias bei der Bundesakademie für Sicherheitspolitik herausfinden. Sie ist eine unabhängige Dienststelle des Verteidigungsministeriums. Eckhard Brose ist ihr Präsident. Und er bestätigt Matthias, es gibt Atombomben in Deutschland, aber sie gehören nicht uns. Diese Bomben sind amerikanische Bomben. Wir dürften auch gar keine eigenen Bomben haben. Darauf haben wir selbst verzichtet, 1969, indem wir dem Nichtverbreitungsvertrag beigetreten sind. Deswegen sind es nicht und dürfen auch nicht unsere Bomben sein. Fakt ist, sie gehören Donald Trump. Als US-Präsident ist er der Einzige, der den Einsatz von US-Atomwaffen befehligen darf. Ein Mann, der als unberechenbar gilt. Natürlich wollen wir wissen, was Trump für Atombomben bei uns hat und wo sie liegen. Aber Ort und Details sind top secret. Dazu verrät die Bundesregierung nichts. Im Internet dagegen ist der Ort ein offenes Geheimnis. Zahlreiche Medien berichten, dass sie in Büchel liegen sollen. Matthias macht sich auf den Weg dorthin. Büchel liegt in der rheinland-pfälzischen Eifel. Ein Dorf mit gut 1000 Einwohnern. Eigentlich idyllisch. Wäre da nicht der benachbarte Fliegerhorst? Ein Stützpunkt der deutschen Luftwaffe. Und ein Hochsicherheitstrakt. Hier sollen die US-Atombomben lagern. Aber wieso denn bei den Deutschen? Was haben wir damit zu tun? Wir hören uns erstmal unter den Anwohnern um. Was ist hier los? Permanent donnern Kampfjets vorbei. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Und das stört Sie wirklich nicht? Sagen wir so, ich höre das schon, aber es stört nicht wirklich. Ja. Es ist halt so. Es ist ja nicht nur die Lautstärke, es wird ja auch gemunkelt, dass hier praktisch die amerikanischen Atombomben gelagert werden. Sagt man. Keine Ahnung, alles Spekulation. Also ich mache mir keine Gedanken drum. Diese Anwohner dagegen sind überzeugt, dass sie bei ihnen in Büchel liegen. Jede Woche fordern sie vor dem Haupttor des Fliegerhorstes, dass die US-Atombomben aus ihrer Nachbarschaft verschwinden sollen. Wenn hier eine Atombombe explodiert, dann würde ich sofort verdampfen. Ich hab's dann eigentlich gut gegenüber jemand, der in Koblenz oder Mayen wohnt, der vielleicht dann gesundheitliche Probleme kriegen oder Krebs oder was. Wir wären sofort weg hier. Warum sind Sie denn so sicher, dass die amerikanischen Atomwaffen hier gelagert werden? Das sehen Sie an sich schon an der US-Flagge, die da hängt. Dass hier auch US-Militär ist. Das stimmt und spricht durchaus schon mal für die Lagerstätte Büchel. Knapp 2000 Bundeswehrsoldaten sind hier zusammen mit US-Soldaten stationiert. Und zwar sind hier 100 US-Soldaten, die diese Atombomben bewachen, warten. Die müssen ja auch gewartet werden, die Zünder einstellen und so weiter. Aber keiner von ihnen hat sie bisher mit eigenen Augen gesehen. Auf dem Stützpunkt hofft Matthias mehr herauszufinden. Nach wochenlangen Anfragen ist Staffelchef Julian Altenhöhner bereit, uns zu empfangen. Herzlich willkommen im taktischen Luftwaffengeschwader 33 in der Eifel. Meine Aufgabe ist es heute, Sie hier herumzuführen und Ihnen den Platz ein wenig zu zeigen. Das freut mich, ich bin sehr neugierig.
Das Problem, auch er darf sich zum Thema US-Atombomben nicht äußern. Die Luftwaffe hat uns sogar explizit verboten, ihn danach zu fragen. Auch die US-Soldaten hier dürfen wir nicht filmen. Trotzdem entdeckt Matthias weitere Hinweise, die für Atombomben in Büchel sprechen. Es ist dieser spezielle Flugzeugtyp, den ihm der Staffelchef zeigt. Eigentlich setzt die Bundeswehr auf moderne Eurofighter. Aber ausgerechnet hier in Büchel fliegt sie noch mit alten Tornados. Was kann der, was der Eurofighter zum Beispiel nicht kann? Warum hat man den noch im Einsatz? Also der Tornado ist der typische Jagdbomber. Früher hieß das Geschwader hier nicht taktisches Luftwaffengeschwader 33, sondern Jagdbombergeschwader 33. Und das ist sein Kerngeschäft. Also wirklich der Bombenabwurf und der Angriff. Das heißt, nicht jedes Flugzeug kann jede Bombe abwerfen. Genau. Fakt ist, die Tornados in Büchel können auch US-Atombomben tragen und abwerfen. Geeignete Trägerflugzeuge in Kombination mit US-Soldaten gibt es in Deutschland nur hier in Büchel. Daher vermutet man, dass Amerikaner und Deutsche hier unter anderem gemeinsam den Einsatz von US-Atombomben trainieren. Im Tower erfährt Matthias, dass die deutschen Tornado-Piloten zweimal am Tag den Luftkampf üben. Was sind Luftkampfübungen? Also Flugzeug fliegt gegen Flugzeug und der Bessere gewinnt. Also einfach gesagt, man versucht sich bestmöglich hinter den anderen zu setzen und dann seine Waffen zum Einsatz zu bringen. Wie Waffen zum Einsatz bringen? Also beispielsweise die Bordkanone, da müsste ich natürlich ziemlich nah an das gegnerische Flugzeug herankommen. Wo findet das Ganze jetzt statt? Das kann man ja auch nicht überall machen wahrscheinlich. Also es gibt gesperrte militärische Lufträume, in denen das geübt werden kann. Beispielsweise über Rammstein. Und die Kameraden sind jetzt auch in Richtung Rammstein unterwegs. Und in Rammstein sitzen auch die Amerikaner. Ihre Atombomben sind nämlich nur ein winziger Teil ihrer starken US-Präsenz in Deutschland. Mit Rammstein befindet sich bei uns sogar die größte und wichtigste US-Airbase außerhalb der USA. Hier ist das Hauptquartier der US Air Force für ganz Europa. Mit rund 8200 fest stationierten US-Soldaten. Viele leben mit ihren Familien direkt auf der Base, die wie eine amerikanische Kleinstadt organisiert ist. Es gibt US-Schulen, US-Shopping-Malls, US-Supermärkte und den US-Dollar als Zahlungsmittel. Little USA mitten in Rheinland-Pfalz. Und Rammstein ist längst nicht alles. Hinzu kommen 17 weitere große US-Stützpunkte. Zwar plant Trump, Truppen abzuziehen, insgesamt sind aber derzeit knapp 35.000 US-Soldaten bei uns, plus 12.000 Zivilisten, die für die Truppen arbeiten. So viele wie in keinem anderen Land Europas. Aber warum sind die Amerikaner ausgerechnet in Deutschland so stark präsent? Christopher McLaren ist ehemaliger US-Soldat und hat während des Kalten Krieges auf dieser früheren US-Abhörstation auf dem Berliner Teufelsberg gearbeitet, einer von vielen US-Lost Places in Deutschland. Sie bezeugen, dass Amis und Deutsche schon seit Ewigkeiten eng miteinander verbunden sind. Wir waren immer in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg und die Infrastruktur ist aufgebaut, alles funktioniert hier gut. Deutschland ist toll, es ist immer toll, es ist schön hier. Und das haben die Amerikaner eigentlich verstanden. Vor allem haben sie es verstanden, Deutschland knallhart strategisch für ihre Interessen zu nutzen. Ihr gesamter Truppentransport in die Krisenregionen in Afrika und dem Mittleren Osten erfolgt aus Deutschland. Und zwar über ihr Mega-Drehkreuz in Rammstein. Daher ist es auch kein Zufall, dass sich die Amerikaner gleich neben Rammstein in Landstuhl ihr eigenes US-Militärhospital gebaut haben. Es ist das größte US-Krankenhaus außerhalb der USA. Wenn amerikanische Soldaten irgendwo in der Welt, also hier draußen, Afrika oder Mittelosten, schwer verwundet sind, dann werden sie zum Krankenhaus in Landstuhl gebracht. Und das ist für uns sehr wichtig, weil der Atlantik ist eigentlich sehr breit. Und es ist schön, eigentlich eine Möglichkeit hier zu haben. Deutschland ist für die USA ihr wohl weltweit wichtigstes Drehkreuz. Und auch ihre Atombomben, die hier bei der deutschen Luftwaffe in Büchel lagern sollen, sind Teil dieser starken US-Präsenz bei uns.
Aber kann Trump die einfach per Knopfdruck bei uns hochgehen lassen? Was genau für Atombomben haben die USA bei uns? Das will Matthias endlich wissen. In Berlin trifft er einen Insider. Der Journalist Ottfried Nassauer sammelt seit 40 Jahren jedes Detail zu den Atombomben in Deutschland, das irgendwo mal durchgesickert ist. Er zeigt Matthias dieses US Air Force Dokument. Darin steht, wie die US-Atombomben lagern und wo, offenbar wirklich in Büchel. Hier kann man ganz gut sehen, dass Büchel gleich als allererster Ort genannt wird. Darf ich fragen, wie Sie an dieses Dokument gekommen sind? Das ist ein amerikanischer Kollege gewesen, der über den sogenannten Freedom of Information Act in den USA dieses Dokument konkret angefordert hat. Das kann man in den USA machen. In der Regel sind die Amerikaner wesentlich freizügiger, als wir das in Deutschland sind. Man erfährt dort auch viele Dinge, die hier in der Bundesrepublik geheim gehalten werden. Optisch sind sie diesen aktuellen B-61-Atombomben immer noch sehr ähnlich. Das ist ein Test der US Air Force in der Wüste Nevadas, wo sie den Abwurf trainiert. Und der erfolgt genauso wie bei den in Deutschland gelagerten Bomben. 10 bis 20 Stück sollen in Büchel sein. Das sind freifallende Atombomben, bei der das Flugzeug die Bombe praktisch vor Erreichen des Ziels ausklingt, dann hinten ein Fallschirm rauskommt, um die Bombe zu bremsen. Dann fliegt die Bombe zum Ziel und das Flugzeug hat noch ein paar Sekunden Zeit, um wieder Abstand zu kriegen, weil der Pilot ja irgendwie überleben soll. Diese Testbombe hat keinen Atomsprengkopf. Aber die in Deutschland gelagerten haben einen. Mit unfassbarer Zerstörungskraft. Kann man sich fast nicht vorstellen, weil die kleinere Bombe hat als obere Sprengkraftgröße 50 Kilotonnen. Das ist dreimal Hiroshima. Das ist eine unvorstellbare Sprengkraft. Also wenn ich mir vorstelle, was die für Auswirkungen hätten, da schaudert es mich richtig. Warum sind die bei uns in Deutschland? Das sind Überbleibsel aus dem Kalten Krieg. Es klingt paradox. Aber im Kalten Krieg sollen Atomwaffen für Frieden sorgen. Damals stehen die beiden Supermächte USA und Russland kurz vor dem Krieg. Beide rüsten um die Wette auf, testen wie verrückt ihre Atomwaffen und richten sie gegeneinander aus. Zur Abschreckung des jeweils anderen. Denn klar ist, wer damit angreift, wird im Gegenzug selbst vernichtet. Auch in Deutschland stationieren beide Seiten massenhaft Atomwaffen. Denn hier verläuft mit dem eisernen Vorhang die direkte Frontlinie des Kalten Krieges. Mit Ende des Kalten Krieges ziehen die Supermächte ihre Atomwaffen schrittweise aus Deutschland ab. Die Atomwaffenlager verweisen, wie dieses im Hunsrück. In Deutschland ist nur ein Ort übrig geblieben, nämlich Büchel, als der Standort, wo es heute noch Atomwaffen gibt. Nassauer vermutet diese letzten US-Atombomben in Büchel am nördlichen Ende der Landebahn. Bei Google Maps einsehbar. Hier in den Flugzeugbunkern der deutschen Tornados. Dort, wo wir nicht drehen durften. In einigen von diesen Sheltern befinden sich die Grüfte für die Atomwaffen. Nassauer ist sich sicher, dass diese sogenannten Bombengrüfte direkt beim Trägerflugzeug liegen. Und zwar eingebaut im Fußboden. Nach oben mit einer Art Sargdeckel aus Stahl verschlossen. Darunter lagern sie in ca. 8 Meter tiefen Silos. Die letzten US-Atombomben in Deutschland. Wie ist das denn mit Sicherheitsvorkehrungen? Wie geht's da ab in so einem Shelter? Der Deckel ist zu. Kommt keiner dran, ist es ausgesprochen sicher. Und im Falle eines Einsatzes können nur US-Soldaten diese Grüfte öffnen. Vollautomatisch fahren ihre Atombomben dann hoch. Und nur US-Soldaten dürfen sie ans Trägerflugzeug hängen. Das und den Piloten stellt die deutsche Luftwaffe. Damit sind wir es, die die US-Atombomben zum Ziel fliegen sollen.
Auf diese Weise nimmt Deutschland, auch ohne eigene Atomwaffen zu besitzen, am nuklearen Abschreckungsbündnis der NATO teil. Aber US-Präsident Trump hat die Codes zum Scharfschalten der Bomben bei uns. Was, wenn Trump den Knopf drückt? Wenn wir nicht wollen, dass diese Waffe zum Einsatz gelangt, wird diese Waffe nicht zum Einsatz gelangen, weil sie nur befördert werden kann mit unseren Beförderungsmitteln. Das heißt, dass wir auch wirklich ein Votum haben dazu, ob eine auf deutschem Territorium lagernde Bombe zum Einsatz kommt oder nicht. Matthias ist erleichtert, zumal es Brose für unwahrscheinlich hält, dass sie jemals zu einem echten Einsatz kommen. Trotzdem will Deutschland die US-Atombomben auch in Zukunft weiter behalten. Aber warum? Um Amerika in Europa zu halten. Also, Kalter Krieg ist zwar vorbei, aber ganz ohne Gefahr leben wir hier vielleicht doch nicht. Und dazu brauchen wir eine Großmacht wie die USA, die uns sozusagen den Rücken stärkt. Symbolisch und auch tatsächlich. Es sieht auch nicht danach aus, dass Trump seine Atombomben mit dem geplanten Truppenabzug aus Deutschland mitnimmt. Einerseits brauchen wir die Amerikaner. Andererseits brauchen die Amerikaner uns ja auch. Denn noch haben sie hier in Deutschland ihr weltweit wichtigstes Drehkreuz.